Lale Eden ist eine Überfliegerin ohne Allüren. Vor 2 Wochen hat sie einen hervorragenden 5. Platz bei den deutschen Hallenmeisterschaften im Hochsprung erreicht. In Shortens baut die Akteurin des Heidmühler FC selbst mit auf. Am letzten Februarwochenende hat sie mit 1,83 Meter ihre persönliche Bestleistung abgeliefert. Und das vor 3.500 Zuschauern in der ausverkauften Leipziger Arena, glaube ich, war das. Ja. Was war das für ein Gefühl? Ja, es war auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl. Also man kann das gar nicht vergleichen mit anderen Wettkämpfen. Allein diese Atmosphäre, also mit dem ganzen Klatschen und den Zuschauern. Und ja, dann auch noch Ariane Friedrich springt da auch noch. Und ja, das war klasse. Hast du es eben angesprochen, Ariane Friedrich, dein großes Idol, habe ich gelesen. Ja. Wie war das, mal mit ihr wirklich zusammen auch einen Wettkampf zu bestreiten? Ja, also es war eine ganz neue Erfahrung. Ich habe sie vorher auch noch nie kennengelernt und ich habe jetzt nicht viel mit ihr geredet, aber so, wie sie sich verhält und so, war es auf jeden Fall ganz interessant, mal mitzuerleben. Ich bin an diesem Abend mittendrin. Trainer Steffen Claudius will mir helfen, mein Hochsprungtrauma aus dem Schulsport zu bewältigen. Bei mir sieht das eher nach Pinguin als nach Adler aus, vom Fliegen keine Spur. Die 17 Jahre alte Lale ist dennoch zuversichtlich. Also ich glaube, eine 1,40 ist auf jeden Fall drin. Also, ja. Doch der Unterschied zwischen Profi und Laie wird schnell augenscheinlich. 1, 2, 3. Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Seit gut 3 Jahren trainiert Claudius mittlerweile die angehende Abiturientin, die teilweise 6-mal in der Woche trainiert. Dabei improvisieren die Leichtathleten des HFC immens. Viele Akteure finden bessere Bedingungen vor, zum Beispiel Tatanbahnen auch in der Halle. Aber, sagt der erfahrene Coach, wir machen das Beste aus den Möglichkeiten. Auch auf mir. Ich hab ein bisschen Angst, also ein bisschen nicht untertrieben, ein bisschen Angst. Passiert doch nichts, ist doch weit. Genau. Okay, ja. Da ist es wieder, das Trauma vom Hochsprung. Und es wird zunächst nur wenig besser. Zunächst. So? Ja, vielleicht müssen wir nach vorne. Geht doch. Für Lale legt Steffen Claudius natürlich noch ein bisschen was drauf. Die Sportlerin des Jahres der Stadt Shortens macht auch im Training ihrem Ruf alle Ehre. Nicht zu vergessen, das war bisher nur das Aufwärmprogramm. Dann wird richtig gesprungen. Naja, richtig, sagen wir, so gut es geht. Aber mit der Zeit klappt der Fosbury Flop, so nennt sich die gängige Sprungtechnik, immer besser. Über eine Höhe wohlgemerkt, über die 17-Jährige spaziert und nicht springt. Dennoch, das konkrete Ziel, deutsche Meisterin zu werden, setzt sie sich nicht, sagt sie. Sie will befreit springen. Dann baue ich wenigstens eine etwas höhere Hürde auf. 1,87 Meter, um genau zu sein, soll die 1,76 Meter große Athletin überspringen. Solani, bleib doch mal hier so stehen, ne? Ja, okay. Gibt keine Garantie. Dann ist die Einheit absolviert, in der Steffen Claudius offenbar die richtigen Methoden anwendet. Wie stolz macht sie das, dass sich das dann auch in dem 5. Platz jetzt bei den deutschen Meisterschaften niederschlägt? Ja, da weiß man halt, dass man vieles recht gemacht hat. Ja. Das ist, klar ist es Freude für einen selber, da stehst du da und dann bist du richtig happy, wo sie die 83 gesprungen ist und den 5. Platz gemacht hat. Ich war Mittwoch noch euphorisch. Ja, Mittwoch war noch beim Training, hallo. Ja. Nee, und wenn man dann nachguckt, wo sie sich jetzt befindet, in Deutschland nach der Hallenwertung bei den Damen auf Platz 7, in der U20 in Deutschland auf 3, in der U20 in Europa auf 11. Klar, das ist dann schon schön. Mir graut es jetzt so ein bisschen vor der Frage, die ich jetzt stellen muss. Wie habe ich mich denn so geschlagen jetzt während dieser 1,5 Stunden, glaube ich, waren es knapp Training? Ich bin ganz gut außer Puste. Wie habe ich mich geschlagen? Ja, die Ansätze sind auf alle Fälle da. Ne? War ordentlich, sagen wir so. Gut, dann fragen wir die 5. der deutschen Meisterschaften. 1,40 sind erfüllt, also. Also ich fand es gut.
Das hätte, du hast ja, Hochsprung ist ja auch eine Disziplin beim Schulsport. Für was hätte das gereicht? Das wäre eine 3 gewesen, glaube ich, oder? Dennis! 1,40? Wie viele Punkte? Was für eine Note? 7, 8? Drei oder vier Punkte. Also eine gute 5. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir bauen jetzt, glaube ich, noch ein bisschen ab. Und wir sagen vielen Dank, dass wir hier sein durften. Wir bedanken uns. Und dir, Lale, natürlich weiterhin viel Erfolg bei deinem sportlichen, aber auch schulischen Weg. Ja, danke. Dankeschön. Danke.